Also, Server Drukhani, wie hast du dich entschieden? Ich hätte ein paar kleine Anliegen, dann sagen wir Fragen. Wenn die beantwortet wären, dann wäre ich gern dabei. Was Gucke kann mich ich schüchtern denn an. für dich tun? Wie kann ich dich erhellen? Ich hatte damals schon anklingen lassen, dass mein Vater, naja, eigentlich meine ganze Familie, also mit Familie wisst ihr bestimmt, was ich meine, die Leute, mit denen ich gereist bin, es sind sogar 30 Mann. Einige von ihnen sind, naja, wie Schwestern, wie Brüder für mich. Und es gibt ein paar, sagen wir, unschöne Anklagen gegen sie. Und es wäre Selbstverständlich haben wir uns schön. darüber informiert. Steht alles in den Akten. Sie befinden sich zum aktuellen Zeitpunkt in Anchopal vor einiger Zeit. Und das weißt du sicherlich. Gab es in Kuntium die Festspiele, die allerdings schon seit 1,5 Monaten vorbei sind und dementsprechend sind sie weitergezogen. Die Anklagen gegen sie können wir fallen lassen, zumindest sofern es in den Tulambitenlanden und im. Naja, im Garetischen Raum, im Mittelreich waren sie ja noch nicht so viel unterwegs, aber im Oronischen Reich können wir leider wenig dagegen tun. Der tulamitische Raum würde trotzdem schon helfen. Es geht vor allem um meinen Vater. Er hat mich ja damals beschützt, als die tobende Menge auf mich zukam und hat dabei fast einen Bauern erschlagen. Aber er lebt noch. Ja, wir haben davon gehört. Es wäre schön, wenn diese Anklage zumindest, ich meine, es ist mein Vater, wenn die unter den Tisch gekehrt werden könnte. Und naja, das wäre eigentlich auch schon alles. Ich will einfach, dass es ihnen gut geht und dass es meiner Familie gut geht, während ich weg bin. Und dass ich weiß, dass sie auch ohne mich zurechtkommen und ich nicht mehr nach ihnen suchen muss. Nun, dadurch, dass du geholfen hast, eine solch große Menge an metallischem Erz von Maraskan nach Gunchum zu bringen, bist du wohl einiges wert. Und daher, naja, wir messen den Wert von Personen ungern mit so etwas wie Dukaten, aber ohne Frage soll genug Geld zur Seite stehen, dass die Anklagen gegen deinen Vater fallen gelassen werden können. Ein Strahlen macht sich breit auf dem Gesicht, ein Leuchten in den Augen. Danke, das wäre wirklich toll. Muss ich irgendetwas, ich habe das mal gehört, irgendwas unterschreiben oder so? Wir führen wenig Schriftverkehr und wenn, dann ist er verschlüsselt. Das heißt, nein, wir haben keine offiziellen Unterlagen zu so etwas, zumindest keine, die offen herumliegen. Das habe ich auch nicht gedacht, das wäre ja nicht besonders geheim. Das heißt, ich sage euch jetzt einfach, ich bin dabei und ihr erledigt den Rest. Genauso machen wir es. Gut. Mal strahlen ihn, also ich strahle ihn nochmal an und wird dann noch aufstehen. Ich habe schon sehr viele Ideen, was wir hier draus machen können. Also gut, schick doch bitte den Magier Brintijan hier rein. Natürlich. Ich verneige mich nochmal tief vor ihm. Es sieht wahrscheinlich sehr unbeholfen aus. Irgendein Knicks, den man mal irgendwo vor irgendeiner Persönlichkeit gesehen hat. Geht dann auch raus. Brindijan, du sollst mal rein zu ihm. Okay, danke, Washajida. Brindijan geht dann auch wieder auch in das Zimmer zu dem Drego. Adeptus. Schön, dass ihr den Auftrag angenommen habt. Die Gruppe in Boron zu begleiten und sie zu einem, zu dem Ziel zu führen. Es war mir eine Freude. Sie haben sich hervorragend angestellt. Deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, weiter mit Ihnen zu reisen. Wir werden laut dem Bericht, den wir vorliegen haben, natürlich die Opfer nicht vergessen und die Maraskaner dementsprechend entschuldigen, entschädigen. Wir halten es für logistisch sehr nicht sinnvoll, die einzelnen Rebellengruppen in den nahegelegenen oder stadtnähernden, im stadtnahen Dschungel zu unterstützen. Denn so wie sich die Lage zuspitzt, ich glaube nicht, dass sie den Kontakt mit uns aufnehmen würden. Wir halten es für sinnvoller, dass wir die Maraskaner von Synora aus unterstützen oder besser noch von Beskan aus der Affeninsel. Wie genau sieht denn diese Unterstützung aus? Wird etwas von dem Endurium, das wir aus der Mine holen konnten, auch Maraskan zur Verfügung gestellt im Kampf?
bin mir nicht ganz sicher, ob die Schmiede in Sinoda, besserweise in Beskan, dieses Metall verarbeiten können. Und daher hatte ich etwas Pragmatischeres vorgeschlagen. Die Tiger von Maraskan, sagt sie euch etwas? Ah, das müsste das Schiff von Kurtnas Hahn sein. Genau die. Wir haben überlegt, dass wir eventuell eine Tiger von Maraskan 4 beisteuern könnten, falls die dritte untergeht, denn wie ich gehört habe, hat er schon das ein oder andere Schiff versenkt. Zudem würden wir sie gerne mit weiteren Rotzen ausstatten, sodass sie diesen Piratenstützpunkt auf der Affeninsel weiter ausbauen können. Brindisha nickt, das ist sicherlich eine große Hilfe. Kurtnas Hahn hat schon einige der Schiffe der Hässlichen auf den Meeresgrund gebracht. Und wie sagt Bruderschwester, wie sehr bin ich, nun ich weiß ja nicht einmal für wen genau ich nun arbeite, für euch natürlich, aber wie sehr, in welchem Ausmaß bin ich, naja, euren Befehlen gegenüber verpflichtet? Verstehe mich nicht falsch, ich habe ja gesagt, ich werde mit euch und mit meinen neuen Gefährten gegen die Ungeschaffenen ziehen. Aber nun, ich weiß nicht, ihr Garetias wart in der letzten Zeit nicht immer ja, so positiv meinem Land gegenüber. Wenn irgendetwas verlangt werden sollte, was gegen Maraskan gerichtet ist, dann werde ich mir herausnehmen, das nicht zu befolgen. Nun, wir haben den einen oder anderen Spitzel in den Städten, aber unsere Ziele richten sich im ersten, wenn sie gegen Maraskan gehen, dann gegen die Fürstkomturei. Und von daher kann uns eine Rebellengruppe wie der Shikanidat aus Sinoda nur, kann uns gar nicht so sehr fehl am Platz sein. Wir unterstützen sie mit den Mitteln, die wir haben. Solange wir nur Material beisteuern müssen und keine eigenen Menschen leben, die sie, weiß Gott, reichlich genug lassen, warum sollen wir dann einen nächsten Krieg gegen sie führen, wo wir doch allzu viele offene Konflikte haben? Gut, das wollte ich hören. Dann sind wir auf jeden Fall einer Meinung und ich bin, ich freue mich auf die nächsten Aufgaben, die ihr uns zuteilt. Ausgezeichnet. Übrigens habe ich davon gehört, die Maraskaner schreien es von den Dächern herunter und wenn man seine Ohren an dem richtigen, an der richtigen Tür hat, dann kann man noch etwas mitbekommen. Es gibt natürlich keine Berichte zu den oder Antworten und Fragen in dem goldenen Haus von Xeran. Allerdings etwas anderes, was wir dort vermuten. Unsere Quellen können das natürlich das? Etwas verifizieren, auch wenn wir nicht allzu viel genaues aus Mendena haben, aber naja, etwas besser sollten unsere Quellen doch schon sein als irgendwelche Maraskaner, die aus Mendena geflohen sind. Unter anderem. Ich weiß das durchaus einzuordnen, was ich im Klatsch höre. Aber was habt ihr denn stattdessen herausgefunden, was sich dort befinden soll? Nun, unter anderem, und da kann dieser Fehler herrühren, soll er wohl einige heilige Rollen der Benny Hurecht bei sich haben. Sie soll wohl aufgeteilt sein in mehrere Dreitsche, unter anderem 1000 bis 800 Jahre alte Originale. Und davon sollen wohl mehrere in seinem Besitz sein. Sie sind wohl seit einiger Zeit verschwunden, wie ich das hörte. Brindijan zieht mehr als überrascht die Augenbrauen hoch. Und diese Berichte sind wahr? Glaubst du diesen Berichten? Diese im vollen Umfang? Diese Berichte sind zumindest sinnvoller, als dass er Antworten auf die 64 Fragen. Natürlich, aber auch das wäre mit Verlaub eine Sensation in meinen Augen. Zumindest für mein Volk. Selbstverständlich wäre es eine Sensation für dein Volk. Unter anderem soll er wohl auch Koordinaten zur Berechnung von Asboran haben. Es gibt weitere Gerüchte, dass er den Teil des Namens des güldenen Geflügelten hat. Allerdings glaube ich, dass das doch sehr weit hergeholt ist. Er soll wohl die letzten Worte von Darjin und Otajin aus Boran von Sinoda kennen. Aber auch ob das stimmt und inwiefern das wahr ist, kann ich nicht sagen. Aber dass er einige Dreische in seinem eigenen Besitz hat in dem goldenen Haus, das mag doch etwas sein, was ich glauben will, ja.
Ja, das halte ich auf jeden Fall einen Grund, diesem ungeschaffenen, diesem hässlichen mal einen Besuch abzustatten. Ausgezeichnet. Kannst du denn schon sagen, wo es uns demnächst hinzuschlagen wird? Nein, das habe ich eben schon einmal gesagt. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht genau, wo die nächste Mission euch hinführen wird, so ihr sie denn annehmt. Und ich glaube, dass ihr sie annehmt, da ihr wohl sehr mutig seid, wie ich hörte. Aber wie gesagt, alle unsere Missionen sind freiwillig, da jeder Agent sein Leben in die Waagschale wirft. Wir können so etwas nicht einfordern. Wir warten erst einmal darauf, dass die Seeadler die Seeadler von Beilung wieder hier eintrifft. Und wenn wir dann Neues von ihnen wissen, dann kann es zu einer weiteren Mission gehen. Wann erwartest du sie etwa? Weiß man da etwas? Ein paar Tage, ich schätze nicht mehr als 2 Wochen. Naja, wir werden ja sowieso vermutlich einige Zeit hier benötigen, uns ein wenig einzurichten. Hier müsste man mal etwas feucht durchwischen, möchte ich sagen. Gut. Dann hoffe ich auf eure Hilfe. Die werdet ihr auf jeden Fall bekommen. Ausgezeichnet. Wenn es noch weitere Fragen geben sollte, ich werde mich noch einige Zeit hier aufhalten und wenn Sanin hier eintrifft, noch einmal mit ihm die nächsten Befehle durchgehen. Bis dahin werdet ihr mich höchstwahrscheinlich in der Flottenmeisterei antreffen, wenn ihr mich braucht. Gut. Dann geht er gemeinsam mit dir aus dem Raum und schaut sich nochmal um, ob irgendjemand was von ihm will. Washer läuft gerade durch die Halle, summt vor sich hin und malt mit den Fingern unsichtbare Bilder in die Luft, so als würde sie gerade irgendwas einrichten und irgendwie im Schrank und misst irgendwas aus mit den Händen und summt halt vor sich hin. Jalan steht gerade vorne am Dock und testet vorsichtig mit den Füßen morsche Bretter an. Ja, so morsch sind sie gar nicht. Also du kannst dir vorstellen, dass das jetzt erst seit einiger Zeit wieder mit Wasser voll ist, dass das wohl einige Zeit zu war. Weil wenn hier irgendwie das Kontor dicht gemacht wird oder das Trockendock, dann lässt man das Wasser nicht drin, damit es hier schimmelt und fault und die Bretter angegriffen werden, sondern da wird man dann höchstwahrscheinlich auch das Wasser abgelassen haben. Dass die hier ein an sich sehr staubiges, aber noch zuverlässiges Docklast. Einmal feucht durchwischen. Herr Hauptmann von Langenbruch. Ja, von Schnettermoor. Die Ukuri, wird die hierher gebracht oder sollen wir an der Flottenmeisterei vorbeikommen und sie selbst einfahren? Wir werden sie in den nächsten 2 Tagen anliefern lassen. Sehr wohl. Gut, bis dahin, wenn es nichts weiter gibt, dann lasse ich euch alleine. Wenn es noch weitere Dinge gibt, dann wisst ihr, wo ihr mich finden könnt. Er verneigt sich einmal und geht dann ab. Ja, wir sollten vielleicht erstmal seine Gnaden herbeiholen. Er wird in der Flottenmeisterei auf uns warten. Washer, kommt ihr mit oder wollt ihr weiter hier durch die Gegend laufen und tun, was auch immer ihr da tut? Was? Ach so. Ich komm mit. Gut. Vorkommen, wir lassen dich alleine. Fackel die Bude nicht ab. Nein, ich sehe hier noch ein paar Bretter. Und vielleicht könnt ihr schauen, dass ihr schon mal da hinten so ein Gestell baut, das da und dazwischen kommt. Ja, Mädchen. Das krieg ich. Jo. Gut, ihr kennt vermutlich den Weg in den Hafen herum besser als wir, dann geht am besten mal voraus. Ja. Ich gehe voraus, wieder auch hier natürlich darauf achten, dass keiner uns zu nahe kommt, keiner komisch anrempelt und wenn sofort, ne? Ja, Gassenwissenproben. Du hast keine Ortskenntnis, einfach mal würfeln. Jo. Der
Derweil, Ephadaios, ja, du wachst dann, wie gesagt, auf, stehst in diesem Hausboot, guckst dich noch ein bisschen um, hast noch ein bisschen gearbeitet und dann kommt der ja, Besitzer nach einiger Zeit auch auf dich zu, stellt sich auf das Boot und guckt dir so ein bisschen bei der Arbeit zu. Hallo, euer Gnaden. Wischt dich so ein bisschen mit seiner Hand über den Kaftan, den er anhat, reibt sich so ein bisschen den Schweiß ab und gibt dir dann die Hand. Einfach zum Gruße, ihr müsst Alrik sein. Ja, ich bin Alrik. Ich hoffe, euch hat die Nacht gefallen. So. Also, tut mir leid, dass ich nie aufgeräumt habe, aber diese junge Frau, diese hübsche, die kam halt so spät und ich hatte dann eigentlich noch vor aufzuräumen, aber ich habe mich dann noch so lange mit ihr unterhalten und ich wollte die dann noch mit zum Kaffee nehmen und wollte dann noch meine Frau vorstellen. Aber naja, sie wollte halt nicht und dann hat sie mir auch noch irgendwie abgeluchst, dass ich euch umsonst hier schlafen lasse, was ich ja normalerweise überhaupt nicht tue. Aber naja, gut, wenn man dann mit Arshape ist, so ein bisschen befreundet ist und sie dann wohl auch und dann, naja, habe ich das halt so gemacht. Ja, das ist sehr freundlich von euch und macht euch keine Umstände. Das hier ist völlig ausreichend. Das ist... Ihr habt mein Netz repariert. Das ist nett. Das ist doch das Mindeste, was ich tun kann. Wo geht ihr denn immer fischen? Im Delta. Mit den Hausbooten. Man konnte sich früher auch so ein bisschen aus der die Küste runter und raufwagen, aber mittlerweile geht das ja nicht mehr. Und jetzt sind wir mal auf dem Manali. Muss man aber auch aufpassen. Viele Piraten. Ich habe sie selber nicht gesehen, aber ich habe das gehört von dem Bruder meines Schwagers, dem sein Sohn. Der hat gehört, dass das wohl auch hier den Monarch gibt. In den Flüssen, in den Sümpfen, im Delta. Was? Habe ich gehört. Also ich habe ja noch keine gesehen, aber wenn du da noch mal irgendwas Neues hörst, lass mich ruhig wissen. Wie lange seid ihr denn schon in Kunja? Erst seit gestern. Ach so, und dann habt ihr noch keine Dämonenarche gesehen? Nicht hier in Kunichum, nein. Aber in der... nun nennt man sie wohl die Blutige See. In der Blutigen See habe ich schon eine gesehen. Da müsst ihr mir was von erzählen. Wie sahen die aus? Er setzt sich vor dich hin im Schneidersitz. Verzeiht, er steht wieder auf, geht zu einem großen Kessel, macht erstmal Feuer an und macht dann so ein paar Teeblätter fertig, die er dann in so einen großen Bottich tut, um da dann Tee zu kochen. Einen Moment, das dauert nur ungefähr 10 Minuten. Ich nehme meinen Tee am liebsten kalt. Warte hier, bevor du das Feuer anzündest. Und ich gehe zum Kessel rüber und war da schon Wasser drin? Ja. Das Wasser kippe ich aus und tue in den Kessel neues Wasser, was ich direkt aus dem Mandat die fische. Guckt wahrscheinlich schon ganz seltsam. Keine Sorge, das, was wir hier trinken aus dem Leib des Herrn Effert, immer gesund. Dann spreche ich einen Tranksegen. Herr Effert, segne dieses Wasser auf, dass es einen Zweck erfüllt. Uns soll es erquicken und unseren Durst löschen. Hier, für mich und meinen neuen Freund Alrik. So, lass mich noch ein bisschen kühles Wasser abzweigen. Das Feuer kann natürlich keine Speise verderben, das so aus dem Leib des Herrn Effert kommt, aber nun, kalt und frisch ist es mir doch am liebsten. Ja, einmal den Segen. Genau. Oha. Das Wasser ist jetzt von Dreck und Fäulnis und Krankheit befreit. Also Krankheiten werden bis zu Stufe 4. Was ist denn das für eine... der Tranksegen ist nur Grad 0, ne? Für dich? Das ist meine... deine Nuller. Meine... Und Salzwasser kann auf die Weise auch trinkbar gemacht werden. Aber ich glaube, der Manadi ist hier noch Süßwasser. Genau, der Manadi als Fluss ist Süßwasser. Und das, also je nachdem, wo du dann bist, verläuft sich das dann halt. Ich weiß gerade nicht, wo da die Salzgrenze anfängt, aber das soll gelingen, okay. Also die Seichen. Stell dir so etwas. Aus den Geschichten kannst du es dir vielleicht vorstellen. Wie ein Geisterschiff vor.
Sie bewegen sich sehr unnatürlich. Nicht zwangsweise dem Wind folgend. Und hast du eigentlich schon mal von den Tangfeldern gehört? Ja, die Sargasso. Ganz genau. Die gibt's ja draußen überall. Ja, die scheint sich auch immer weiter auszubreiten. Naja, und als Schiff da hat man da. Ja, sobald man, weiß nicht, mehr als anderthalb Schritt Tiefgang hat, hat man da schon echt ein Problem zu fahren. Aber so eine Arche. Lass mir jetzt nicht glauben. Die haben so etwas wie die Beine. Und die können auf dem Tankfeld laufen. Oh. Also, ich war noch nicht selbst auf einer Dämonenarche. Ich glaube, die hat aber schon so etwas wie einen Captain. Aber das, so eine Arche, das ist. Das ist, glaube ich, mehr dämonische Wesenheit als ein Schiff aus Holz und Planken. Plage. Ja, du kannst dich dann noch so ein bisschen mit ihm hinsetzen. Wie gesagt, 10 Minuten später ist der Tee fertig. Er bietet dir dann noch ein paar Gebäckstücke an und es dauert dann halt viel zu lange, bis du dann irgendwann zu dem Punkt kommst. Ach Mensch, du musst ja zur Flottenmeisterei. Und ja, zu dem Zeitpunkt gehen dann auch Wascher und die anderen los. Ephedaios, würfel mal eine Gassenwissenprobe. Du warst ja selber noch nie da, weiß nicht genau, wo die ist. Kannst du dir irgendwie eine Beschreibung zukommen lassen? Ich orientiere mich am Wasser, das muss ja irgendwo am Wasser sein und hoffe so. Große, prunkvolle Gebäude, wir hatten es ja sogar schon einmal gesehen. Und dann kommt ihr beide gleichzeitig vor der Flottenmeisterei an. Also einmal die Helden und auf der anderen Seite Fadaios. Die Flottenmeisterei selber ist ein altes, im thulamidischen Stil errichtetes Gebäude. Und auf dem Flachdach könnt ihr mehrere auffällig montierte Rotzen erkennen, die quasi jeden Punkt im Hafen erreichen können und dann auch beschossen werden können. Ebenso könnte man hier auch das offene Meer, die See beschießen, wenn es denn hier zu irgendwelchen Vorkommnissen kommen sollte, wie einem Angriff von, ja, was auch immer, mehreren Piraten, einer großen Galeere oder einer Dämonenarche. Ja, ihr guckt euch so ein bisschen um. Wascher kann natürlich nur mit ihrem Charme, verdreht sie dann dem einen die Augen und der führt sie dann, ohne dass sie ein bisschen an Goldmünzchen oder Silberstückchen springen lassen muss, führt er sie dann zur Flottenmeisterei, die direkt neben dem Effort-Tempel ist. Ach, natürlich. Ja, wenn man sich am Effort-Tempel orientieren könnte, dann wäre das auch alles wieder ein bisschen leichter fallen, aber das muss man natürlich wissen. Und Ephadaios braucht viel zu lang, aber kommt dann schließlich auch an, sodass sie dann gemeinsam vor der Flottenmeisterei stehen. Ah, euer Gnaden, da seid ihr. Einfach zum Große. War die erste Nacht auf dem Schiff? Oh, so. Danke deiner Frage. Sehr angenehm. Der Wellengang ist etwas, was ich, wenn es sich vermeiden lässt, nicht hergeben möchte. Warum genau wart ihr jetzt eigentlich auf diesem Boot? Naja, es gibt weniger Städte, also auch die Städte, die an einer Küste liegen, bei denen sich Flüsse oder sein ganzes Delta so durch die Stadt zieht. Und naja, wenn sich schon die Möglichkeit bietet, auf einem Schiff zu übernachten, dann werde ich die schon beim Schopf packen. Aber sind euch die weichen Betten im Hotel Thulamidia irgendwie zu bequem oder so? Also wir haben die letzten Monate über wahrlich genug Zeit auf Schiffen verbracht. Ihr vielleicht, ich? Naja, das war mir schon etwas zu lang im Dschungel. Nicht gegen die Betten im Hotel, aber ich meine, dieses Wanken von Ebbe und Flut vom Herrn meines Gottes, dessen Leib. Und wenn ich das spüre, dann fühle ich mich immer geborgen. Naja. Was haltet ihr davon? Wollen wir einmal reingehen und hier ein wenig die Karten des der Blutigen See oder das Perlenmeer als hier studieren?
Ja, das sollten wir vielleicht tun, damit wir eine grobe Vorstellung von dem haben, was wir überhaupt, wie es überhaupt da draußen aussieht. Könnt ihr mir beibringen, wie das geht? Naja, oben ist Prius, unten ist Viron und der Rest geht von selbst, hoffe ich mal. Du meinst die Himmelsrichtung, Wascha, oder was? Nein, generell, wie man seine Karte liest. Ach so. Da sind immer so viele Zeichen drauf, die ich nicht verstehe oder kenne. Wir sind immer einfach so gegangen, wie uns die Füße tragen. Ich würde sagen, wir gehen da mal rein und während des Reingehens erklärt der Vater aus dir. Da gibt es häufig so eine Legende unten auf der Karte. Du musst dir vorstellen, man guckt von oben auf alles rauf, aber Aventurien ist natürlich viel zu groß, um sie auf so ein Blatt Papier zu malen. Deshalb macht man alles viel, viel kleiner. Und unten, da ist meistens so eine kleine Box, eine lange Box. Und da steht immer eine Zahl, sagen wir mal 1 zu 200. Und dann weißt du, in Wirklichkeit ist das alles 200 mal größer. Aber so weit kann ich gar nicht zählen. Also bis 200. Naja, 200 ist zweimal so viel wie 100. Und 100, das sind fast so viel wie 8 Dutzend. Nicht einfach. Ich habe anscheinend nicht wirklich verstanden, was du gesagt hast. Aber pass auf. Ich zeig dir das nachher mal an einem Fischernetz. Da die Anzahl der... Ja, wie soll ich sagen, der Löcher im Fischernetz, damit kann man sich das Rechnen ganz gut erleichtern. Ich bin auf jeden Fall gespannt zu und scheine alles aufnehmen zu wollen, was du sagst. Seid ihr alle auf der richtigen Karte? Blutige See meinst du? Genau, Blutige See und da dann auf dem, was ich jetzt gerade fokussiert. Rechnen 3. Mit Rechnen 4 kannst du, ich glaube, bis 10 zählen. Also das heißt, ich spiele sie schon richtig sozusagen. Bis 100 ist auf gar keinen Fall machbar. Also, okay, gut, das wollte ich nicht. Du kommst maximal die Zahlen bis 1 bis 9 und mit der Hand zählen und so weiter. Okay, nur dass ich... Das klingt gut. Ja, also du weißt, was Zahlen sind. Schön. Ja, ihr fragt euch ein bisschen herum, aber mit der Autorität von Yalan und dem geweihten Status von Ephadaios bekommt ihr dann ohne Probleme auch von einem, der hier arbeitet, denn einen Zugang zur Bibliothek und da bekommt ihr dann auch eine Seekarte, die dann zwar nicht selbst von Sanin gezeichnet worden ist, aber aufgrund dessen Vermessung wurde sie wohl angefertigt. Die Maßstäbe scheinen wohl ungefähr zu stimmen, aber so kann man sich in etwa eine aventurische Karte vorstellen. Alles ein bisschen ausgemalt und das ein bisschen bunt. Sowas wie ja wirkliche genaue Kilometerangaben sind da immer ein bisschen schwerer, aber das ist jetzt zum Beispiel so ein Beispiel dafür. Ja, ihr seid jetzt hier in Kuntium, sollte klar sein und hier könntet ihr euch dann so ein bisschen navigieren und dann gucken. Was wollt ihr denn wissen von der Blutigen See? Erstmal, wie es da aussieht. Die Halan hat vermutlich noch keine Karte gesehen.